jingle bells swing. Hallo und erstmal ein frohes neues Jahr. Es wird Zeit für ein neues Digidodel-Testet-Video. Hänsler Schnellnummer, heute gibt es... die Currywurst von Lidl. Hat sie mir geschmeckt? Ist es umständlich, sie zuzubereiten? Muss ich danach scheißen? Mehr dazu nach dem Intro. Los geht's! Zu einem neuen Digidodel-Testet-Video. Das erste Video im Jahr 2022. Happy New Year und frohes Neues. Was esse ich denn heute? Die Currywurst von Lidl. Ich habe mir jetzt noch ein Aufbackbrötchen dabei gemacht. Ja, und ich stecke mir direkt mal die erste Scheibe in den Mund, bevor es kalt wird. Mit dem obligatorischen Piekser. Wir halten es mal in die Kamera. Guckt euch das mal an. Ja. Einfach mal für den Effekt auch ein bisschen ein Brötchen abbrechen. Kann man hier die in die Soße eintunken. Ja, was soll man da viel zu sagen? Auch im Jahr 2022 wird es so laufen, wie es immer gelaufen ist. Ich esse das jetzt auf, ihr seht das im Speed-Up und danach kommt mein Fazit. Los geht's! Ja, einmal den Speed-Up kurz unterbrechen, denn ihr habt das ja in der Zubereitung gesehen, da ist ja das Currypulver drauf gekommen, aber das hatte mit Schärfe ja nicht annähernd was zu tun. Was kommt jetzt? Was kommt jetzt? Jetzt kommt sie, meine Sriracha Hot Chili Soße. Wir machen ein paar Tröpfchen da drauf oder ein paar mehr. So, und dann schieben wir uns mal ein Stückchen davon in den Mund mit der Soße. Oh ja. Oh. Mmh. Mmh. Also es ist direkt was ganz anderes. Also, wer eine scharfe Currywurst will, naja, aber das Fazit kommt ja dann später. Jetzt geht's weiter im Speed-Up. Die, jetzt muss ich
mal einen Schluck trinken. Die Currywurst, die Eigenmarke von Lidl, heute unser Thema. Die schmeckt jetzt nicht schlecht, sie ist aber auch nicht herausragend. Es ist mal wieder so ein typisches Fertiggericht, wo man es allen recht machen will und damit eigentlich es so gut wie niemandem schmeckt. Denn es schmeckt nicht dem, der es ganz lasch haben will, dem ist es schon wieder zu scharf. Und es schmeckt auch nicht dem, der es richtig scharf haben will, dem ist es deutlich zu lasch. Das ist jetzt wieder so ein Einheitsbrei, aber es ist kein kulinarischer Hochgenuss. Zum Preis. Der Marktpreis liegt bei 1,29 Euro. Da kann man nichts sagen, denn ich habe schon einige Currywürste in irgendwelchen Imbissbuden und an Ständen oder sonst wo gegessen. Die waren auch nicht besser und die kosten mittlerweile 3,50 Euro. Würde ich mir diese Currywurst wieder kaufen? Ja. Denn ich habe ja die Möglichkeit, den Geschmack dort ja noch etwas zu verändern. Schärfe, andere Sachen. Das war's auch schon wieder vom ersten Video im Jahr 2022. Und ich habe es wirklich im Jahr 2022 gefilmt. Nicht wie diese ganzen Hansels auf anderen YouTube-Kanälen, die das schon Monate im Voraus produziert haben. Ich habe jetzt niemanden angesprochen. Ich hoffe, es hat euch ein wenig gefallen und ihr seid auch beim nächsten Video wieder dabei. Und bis dahin wünsche ich euch, bleibt gesund und einen schönen Tag. Also, mal gucken, dass wir die Scheiße hier auch ins Bild kriegen. Oh, ich bin auch nicht schlanker geworden im neuen Jahr. Na so. Klack. Fenster hier zumachen, dann wird ja so warm. Naja. Cut. Wie lange denn schon? Ja, 5,5 Minuten. Cut. Marke von Lidl. Heute unser Thema. Boah. Das ist jetzt wieder so ein Einheitsbrei. Man kann es essen, aber es ist keine Kulinarik. Aber es ist kein kulinarischer Hochgenuss. Würde ich mir diese Currywurst wieder kaufen? Ja, denn ich habe ja die Möglichkeit, mir Schärfe oder andere Dinge noch dort einzubringen. Denn ich habe ja die Möglichkeit, den Geschmack dort ja noch etwas zu verändern. Schärfe, andere Sachen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann abonniert, kommentiert und bewertet das Video. Bis zum nächsten Mal.